Hi und willkommen, mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir Vegeta besiegt und ja, jetzt müssen wir, weiß ich nicht, Nebenzeugs machen. Wir sind zwischen den Sagen und ja, irgendwas müssen wir ja tun. Wir müssen ein Rezept holen von irgendeinem Koch aus irgendeinem Dorf und ja, da machen wir doch mal, ne? Gehen wir mal raus. Ja. Es ist 9 Uhr morgens, sonntags, für mich viel zu früh. Normalerweise stehe ich erst mittags auf am Sonntag, aber ja, irgendwas musste ich ja machen. Und ja, zum Glück habe ich ein gutes Spiel vor mir, das ich spielen kann. Und ja, machen wir mal. Der Rinderteufel übrigens. Oh, alle Objekte, die ich bis jetzt noch nicht so benutzt habe. So, hier war doch noch jemand gerade. Der hat gar keinen Key. Hey, da ist eine. Oh Gott, eine Kugel. Immer müssen wir ja mal alle finden, ne? So, wir sind sowieso jetzt hier gerade im so Nebendinger. So, ich hoffe, wir sind nicht auch welche unter Wasser oder so, ne? So, wollte ich denn jetzt? Das hier wollte ich. Eisenerz. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier Super Masenko. Wie zu erhalten, Masenko? Okay, Vorschlag am Stufe 3 erlernen. Wohl eine Stufe 15. Ich muss ja sowieso Level 20 sein oder so, wie diese eine Mission, die hier ist, oder Stufe 16 anscheinend. Also ich mach mal das, würde ich sagen, ne? Oder wir holen uns diese Vorschlagkammer. Dings war nicht ein Angriff. Vorschlagkammer Stufe 3 Meteor Vorschlagkammer. So, mach mal ab mal. Mal, warum nicht? Nein, können wir endlich mal hier so Dinger benutzen, wenn uns irgendwie immer noch nicht irgendwie so vorgestellt worden ist. Ja, so, ja, du kannst das machen und so. Da muss ich erstmal die ganzen Sachen hier lernen. Ja, Meteor Vorschlagkammer 2 Körpereinschlag, wo ist da? Ich weiß gar nicht, was ich dafür brauche, so Setkugeln und so, ne? So, gut, dann lernen wir das mal, nehme ich an. Versuchen wir nicht, einen Angriff zu lernen. Ja, ich kämpfe gegen mich selber, alles klar. Komm her, es kann nur eingeben. Die haben 5 Balken, sehe ich gerade. Alles klar, das ist eine Menge AP. So, komm her. Ja, auch nicht. Schau dich weg. So. Ja, alle voll stark, ey. Die gehen irgendwie nicht auf mich los, so habe ich so Gefühl. Die sind nicht so aggressiv wie Nappa und Co. Ich wollte schon sagen, wenn ich von dem Strahl noch getroffen werde, ne? Komm her. Geh weg von meinem Haus. Das schaffe, weiß ich nicht. Ja, okay. Ich geh einfach auf die Gegner los, irgendwann gehen sie tot und ja, es ist doch von Dragon Ball Z. In die Fresse, boah. Da kann mich nicht bewegen. Ah. Ja.
Muss aber wahrscheinlich sowieso ein höheres Level sein wieder für die Story, ne? Oder ich weiß nicht. Ich habe das Spiel von mir verlangt, irgendwie das Son Gohan voll hoch Level bis zu diesem Zeitpunkt. Da fliegt weg Krillin. Da, ich habe schon wieder verpasst. Irgendwo ist der weit weg, ey. Solange ich jetzt nicht voll hoch über Level oder so nach dem Kampf. So weit ja ruhig machen, finde ich. Oh Gott, bist du eigentlich irre? Hat voll die Kurve gemacht, der Angriff, hast du gesehen? Der Angriff wird stärker, ne? Da sind also zwei Sternchen. Man sehen kann, die sind hochgelevelt, nehme ich an. Also diese Angriffe eigentlich. Ja, einfach nur so Kondas, damit ich nicht unendlich auf die Gegner drauf boxen kann oder was? Weiß ich nicht. So. Komm her. In die Fresse. So. Man hat trotzdem mehr Bock als die Kämpfe in Xenoverse. Und 10.000 Mal auf den Gegner drauf haus, bis sie mal irgendwann tot gehen. So, kann ich noch einen Angriff lernen? Ja, lassen wir erstmal Stufe 20. Nee. Ich habe auch nicht hochgelevelt, also ja, kann man ruhig machen, finde ich. So, ich sollte den Angriff vielleicht mal ausrüsten. Nee. Vernichtender Angriff. Also, was kann ich die irgendwie entfernen? Ich hätte gerne meine super Angriffe immer hier auf da. Ich glaube, da war auch in Xenoverse so. Ich weiß da keine mehr. Ich weiß nicht, was das hier Angriff. Das hier sein soll. Super Angriff Unterstützung. Ach so, ist das, wenn ich irgendwie, weiß nicht. Wenn Son Gohan irgendwie in mein Team ist, so als Hilfscharakter. Oh, leck. Automatische Speichern. Warum ist denn das auch an, ey? Ich finde das gut. Ich meine, ich tue so oder so noch automatisch hier speichern, aber trotzdem. Ich habe irgendwie so was gesehen, was ich kaputt machen kann, glaube ich. Ja. Stimmt, da war ja noch was. Na, oh, ehrlich? Stufe 15, ey. Da fällt mir ein, in der Dings, in dem einen Gebiet war da noch irgendwie so ein Stein, den man kaputt machen kann. Ich weiß nicht genau, was man dann bekommt. Ja, kaputt machen, aber werden wir herausfinden, hoffentlich. Oh Gott, geh weg. Machen wir mal ein paar Dinger hier ein. Wir müssen hier überall Gegner sein. Ich will mich ehrlich gesagt hier ein bisschen umschauen. Ein bisschen gerne. Oh Gott, da war ein Gegner. Kommt denn auf mich zu, nee, ne? Nicht, wenn ich in der Nähe von Zivilisation bin. So. Kann ich den Ort hier überhaupt schon erkundet, so, nee, ne? Hm. Oh, das ist eine Stadt. Welche Stadt ist das? Best City? Irgendwie so was? Orange City, okay. Sehr cool. Da war ich schon irgendwie gewartet, aber wenn ich hier eine Stadt sehen. Dieses Rezept ist wirklich toll. Das Rezept, was ich suche. Ja, hier ist nirgendwo so ein Ding, das bezweifle ich irgendwie. Du Rezept. Aber Bulma, also Bulmas Eltern. Ja. Hi. Oh, hallo, ich erledige nur ein paar Einkäufe für meine Frau. Ich dachte, ich hätte von allen auf der Liste die richtige Menge, aber offen habe ich mehr geholt als ich brauche. Das meiste ist schwer, um nach Hause tragen. Also kannst du was abhaben. Okay, dann mach's gut. Gut.
von den wichtigen Charakteren kriegen wir was. Ja, du kannst auch was für mich kochen. Ich dachte nur, Chichi kann was kochen. Nee, Chichi kann noch komplette Menüs oder so kochen, ne? Cool. Ich dachte, ich will jetzt einen Eintrag bekommen von Mr. Briefs. Mal anscheinend, was ist das hier? Neues Informationen über die gesamte Reise zu erhalten. Habe ich schon alle? Oder warum kann ich das nicht holen? Ewig verpassbar. So. Das ist auch schön hier. Sehr geil. Weil hier nirgendwo so eine D-Kugel gibt oder wie auch immer die Dinger heißen, ne? So, wie kann ich noch mal, also ich weiß nicht genau, wie ich das mache, habe ich nur gedrückt halten, ne? Aber ich kann gar nicht auf der Weltkarte. Ah, Dreck. Und erzählt als reich, was da. Oh, dann gehen wir zu unserer Quest halt. Ist hier, was hat die Schule, gibt sie überhaupt schon, wenn ich Mr. Satan School, die gibt es ja noch gar nicht. Ich kann die als Orange School, ne? Wieder muss ich da hin, okay, geh mal weg von denen. Stärker als Vegeta. Oh, hallo. Was machst denn du hier, Ola? Du wolltest zum Dorf da vorne. Mein unglaublich starker Wind hat mich umgehauen. Und als ich wieder zu mir kam, war ich hier. Das meiste Welt ist hier los. Im mittleren Ebenbereich warten alle möglichen Gegenstände nur darauf eingesammelt zu werden. Das solltest du ja mal anschauen. Okay. Wo ist das? Keine Ahnung. Wie kannst du auf einmal zu mir sprechen, wo immer? Was soll das? Warte mal, wo bin ich? Hier bin ich falsch. So, wo muss ich denn da lang? Da. Was soll ich machen? Ja, geiles Dorf, voll versteckt. Leute. Wir haben alle euer Zeug. Na du. Hi. Du bist ein Freund von Mama, oder? Ach, und wer bist du? Oh, hallo, ich bin Zungorn. Ich bin Chichis Sohn. Ach, du bist Chichis kleiner Junge. Deine Mutter hat mir zahllose Male geholfen, weißt du, immer wenn ich gerade wieder vom Wölfen oder was weiß ich angefallen wurde, rettete sie mich. Was? Vielleicht werden sie ja von dem Duft der frischen Zutaten angelockt, die ich kaufe. Das macht das Einkaufen echt zu einer besonderen Herausforderung, das sage ich dir. Haha. Ja, das klingt sehr hart. Ah, vergib mir, brauchst du was? Oh ja, stimmt. Ich glaube, du hast meiner Mama neulich ein Rezept gegeben, aber sie hat es verloren. Kannst du uns doch mal sagen, was es war, wenn es keine Umstände macht? Das Rezept, na klar. Für das, was deine Mutter alles für mich getan hat, schulde ich ihr etwas. Hier, schreibe es für dich auf. Ich schreibe es für dich auf. Bitteschön. Was, Kochi Koch? Fleischgang. Vielen Dank. Hier, das kannst du auch haben. Oh. Wow, Zutaten auch? Ich komme ganz schlecht vor, so viel anzunehmen. Ach, bitte, nimm es einfach. Ich habe sowieso viel zu viel eingekauft. Okay, danke. Grüß deine Mutter von mir und sage, dass ich irgendwann bestimmt wieder ihre Hilfe brauchen werde. Ich meine, hoffentlich werde ich nicht so oft angegriffen. Okay, haha. Diese Frau ist echt komisch. Unterbrechung. So, aber ich muss dann noch
hier diese eine Quest machen. Ja, pass auf. Bereich westlicher Bereich. Aber das haben wir noch nicht, ne? So, nicht, dass ich hier irgendwas verpasse, ne? Aber hier ist nichts, ne? Bilde ich mir jetzt nicht nur ein, oder? So. Wie komme ich da hin? So hin. Okay. Ja, weil ich irgendwie voll aktiv hier nach Kugeln suche, finde ich irgendwie keinen. Finde ich irgendwie komisch. Aber jetzt, pass auf. Da. Zum Glück sieht man die von Kilometer weit entfernt, ne? Ja, mehr Kilometer nehme ich an. So, irgendwo hier war da was. Da. Okay, ich habe versucht, das mal so aufzunehmen. Beim Düsen, aber geht nicht. Ich habe es jedenfalls nicht geschafft. Okay. Warum reden auf einmal Leute mit mir in meinen Kopf? Geht raus aus meinem Kopf. Das ist ein Turm. Ich komme auf mich zu, glaube ich. Auch nicht. Bin jetzt auf mich zugegangen? Nee, ne? Darf ich den von hier aus? Nee. Nimm das Red Ribbon Army. Der Vater, so der Sohn. Na, was hier? Hier ist irgendwie was. Ein Angelplatz, okay. Mehr brauche ich nicht. Brauche ich nicht, geh weg. Bin ich überhaupt richtig? Excuse me. Was auch irgendwas. Dinosaurier? Also ein Dinosaurier. Darf ich Dinosaurier? Ich weiß es nicht. Das ist ein Dinosaurier. Halt. Also ich warte. Ich frage mich auch, was passiert, wenn ich alle einsammle. Nein. Ich habe nicht alle eingesammelt. Nein. Oder waren noch alle? Komm schon. Ich habe Pool gesehen irgendwo. Ja, Gamchu ist tot. Stimmt ja. Oh, guck mal. Sieht man die Dinge auch? Ja. Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Ah ja, Gamchu ist tot. Da ihrem Fahrzeug der Treibstoff ausgegangen ist, begeben sich Son Goku, Bulma und Oolong zu Fuß durch die Ödnis. Als sie eine Pause einlegen, fordern Gamchu und Pool ihnen der Ödnis den lebenden Banditen, das Geld und die Kapseln von Son Goku und den anderen. Son Goku versucht, Yamchu abzuwehren, allerdings hindert ihn sein leerer Magen daran, mit voller Kraft zu kämpfen. Yamchu rächt sich mit einer Wolfszahnfaust, doch als er Bulma sieht, zieht er sich zurück. Ja, Yamchu hat ehrlich gesagt Son Goku damals besiegt. Etwas, was Vegeta vielleicht nicht von sich brauchen kann. Denk mal drüber nach. Gott, ich springe mal so hoch, Mann. Gut, weiter. Da macht schon Bock hier die Welt zu erkunden, also einfach nur so durch die Gegend zu fliegen, das macht schon Laune. Auch wenn ja, weiß ich nicht, wenn ich nicht immer irgendwie was zu tun habe hier. So. Ja. Ich habe was zu essen mitgebracht oder Rezepte, meine ich. Hi. So,
Festung Gokus auch betreten. Ja, ich habe eine Erinnerung gefunden, ein paar Kugeln, und kann man sich doch sehen lassen, ne? Ich bin ja da und habe das Rezept, Mama. Guter Junge, dann mache ich mal direkt an die Arbeit. Dann sollte ich irgendwas bestimmt kochen, das hier, ne? Ja, zeig mal. Ich glaube schon in den Trailer irgendwie so gesehen, ein bisschen, ne? Fleischgang abgeschlossen. Zu Hause schmeckt es am besten. Nehme ich mal an, steht da, ne? Boah. Alter. Ah, gut. Schön. Hoffentlich wurde ich auch voll geheilt. Ist ja ganz schön reingehauen. Jetzt fühlst du dich bestimmt besser, oder? Ja, es war toll, Mama. Danke. ご飯ちゃんの体も良くなったみてえだし、みんなに顔を見せてくるといいだ。無天老様も心配してたべ。分かった。僕ちょっと行ってくるよ。ずっと小梅に会ってたんだし、気晴らしにいろんなとこに行ってくるといいだよ。うん。ありがとうお母さん。用事が済んだら遅くならねえうちに帰るんだぞ。帰ったら早速勉強しなくちゃなんねえし。うん。そうだね。 Sieht ein bisschen out of character aus für Chi-Chi. Ja, flieg einfach mal durch die Welt. Flieg einfach mal durch die halbe Weltgeschichte, anstatt hier bei mir zu bleiben. Hey, Son Gohan, kannst du mich hören? Krillin, was ist los? Ich weiß, du willst nicht nach dem Kampf entspannen, aber wer weiß, wann Vegeta wiederkommt. So wollte ich daran erinnern, mit deinem Training weiterzumachen. Okay. Das kam aber mein Controller, oder? Du hast dich bei einem Kampf gut geschlagen. Wenn du beim Training Mühe gibst, kannst du es noch mit stärkeren Typen aufnehmen. Danke, Krillin. Ich werde auf jeden Fall Zeit fürs Training nehmen. Ja, das kommt aus meinem Controller. Ich wollte schon sagen. Gut, ich werde mir auch Mühe geben. Bis später. Neues Menü wurde zum Trainingsgelände hinzugefügt. Okay, das ist ein bisschen zu laut in meinem Controller. Diese Stimme kenne ich. Ja, ich kann nicht hören, Meister Kaio, oder? Upsa. Das ist sehr komisch. Ich weiß nicht, kommt der Sound auch aus dem Fernseher? Also der aufgenommen wird, der Sound. Sonst muss ich immer den Controller nach oben halten, habe ich so ein Gefühl. Keine Ahnung. So. Den du das böse Ki gespürt hast. Da soll ich hin. So, jetzt kann ich durch die Weltkarte, ne? So, ich weiß immer noch nicht. Also so kann man. Okay, ich kann gar nicht zur Weltkarte. Ich hoffe, dann kann ich irgendwann mal die Quest machen, ne? Ich nehme an, ich kann die dann irgendwann machen, ne? Sonst will die mir doch nicht jetzt anzeigen. Also übrigens wieder ein Türmchen. Dame auf E5. Turm erledigt. Ja, nimm die Sachen ein. Nimm die Sachen auf, meine ich. Gott. Ja. Okay, gehen wir da ein. Warte mal, irgendwann wurde mein Trainingsding hier hinzugefügt. Das ist mein Haus nochmal. Aber so ein Trainingsding, glaube ich, ne? Ich liebe dieses Geräusch. Ja. Okay, da ist nichts Neues. Du hast gelogen. Krillin, du hast mich angelogen.
Dafür wirst du bezahlen. So, böses Ki, ich nehme an, irgendwelche random Typen. Ja, gar nicht verbraucht Ki beim Fliegen. Oh Gott. Was ist los? Cyberman. Einfach weggeklatscht. Hast du nicht gesehen, was ich gerade mit denen gemacht habe? Na, komm mal her. Ich will beseitigen hier. Da sind ein Berserker-Gegner. Wie die heißen. Du hast noch nie sofort so böse Energie gespielt. Nicht mal gegen Nappa oder Vegeta. Boah. Ach ja, ich bin ja jetzt dahin gepackt. Soll ich mich vielleicht daran erinnern? Nein. Du hast irgendwas vor, ich weiß es, aber. So, komm her. Aber mit diesen Angriffen triffst du irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Außer wenn die da reinfliegen voll würde. In die Fresse. Verstehe nicht, wie man den hinter jemanden teleportieren machen kann. Ich drücke doch die ganze Zeit blocken und X. Ich meine, so macht man das, ne? Aber irgendwie macht der das. Oder kann das schon gar nicht. Gott, tot. Oh ja. Weg bitte. No. Was eine telepathische Nachricht von Meister Kaio. Was? Ah, schön, dass alle entkommen sind. Wer scheint, treiben sich bösartige Wesen auf der Erde herum. Schwer zu sagen, welche Schrecken sie vor, wenn du sie gewähren lässt. Son Gohan, falls du eine Kreatur mal gegenüber stehst, schaltet sie sofort aus. Die Erde verlässt sich auf dich. Jawohl, Meister Kaio. Ich will doch nur mein normales Leben führen. Ich bin gleich tot. Super Berserkerina finden sich überall auf der Welt. In jedem Bereich findest du mehrere Super Berserkerina. Wenn du alle besiegst, erscheinen noch mächtige Gegner. Stell ich ihn, wenn du Mut hast, du kannst auf Weltkern nachsehen, wo du Super Berserker Gegner finden. Okay. Hi. Ich wünsche dir meine Pestizide, zwei vollkommen naturbelassenen Gemüse. Ein großartiges Gemüse, das der Koch hier benutzt, stammt von meiner Wenigkeit. Da liegt was. Oh, da liegt was Schönes. Oh, da liegt was Schönes. So, ich bin gleich tot. Ich würde gerne mal, weiß nicht. Keine Ahnung, wie man ja HP wieder bekommt. So. Essen. Naja, aber ich habe gerade gegessen. Ich tue jetzt nicht noch mal irgendwie essen. Hm. Da müssen wir jetzt hin. Muss ich jetzt zu. Na, warte mal. So. So. Westlicher Wald wurde freigeschaltet. Westlicher Waldbereich wurde freigeschaltet. Gottes Versteckgebiet wurde freigeschaltet. Okay, kann ich jetzt da überall hin? So, da muss ich. Bösartige Gegner ist entschieden. So, wo ist. Ich will erstmal diesen einen Stein kaputt machen, wo man erst mit Level 10 durch kann. Ich will wissen, was da ist. In einem harten Kampf gelingt es Son Goku und seinen Verbündeten Vegeta zu besiegen. Die überlebenden Verteidiger der Erde beklagen zwar den hohen Preis des Sieges, aber Krillin findet einen Hoffnungsschimmer in einem Gespräch der beiden Saiyajin, die er mit angehört hat. Dass er mit angehört hat. Ja. Gut. Also, ich nehme an, egal wann ich das mache, diese ganzen Kugeln, die werden ja wohl irgendwie noch, weiß ich nicht, nach der Freezer Saga und also was hier noch verfügbar sein oder so, ne? Wenn ich jetzt nicht nur jetzt erst hier alle finden kann, so. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo dieser Stein war, ne?
Gott, die Gegner, ich kann ja wohl nicht so stark hier sein. Ich nehme ja mal an, die sind noch so auf dem gleichen Level wie damals, oder? Gott. Ich weiß nie so genau, wie weit ich oder wie nah ich an denen rangehen kann, bis die irgendwie mich angreifen oder so. Ich laufe mal immer am Boden herum. Hier gibt es Kräuter. So, ich will nur diesen Stein ehrlich gesagt finden. Als andere ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber Prinz Pilaf ist, glaube ich, hier, ne? Nö, nicht hier. Nehmt so, wo ist er denn? Und vielleicht mal nachgucken, ja. Westlicher Bereich. Gut, merken. Gehen wir gleich hin. Natürlich sehen wir das jetzt, ne? Aber erst einmal will ich. Ich glaube, hier sind wir schon zu weit, ne? Ja. Wo war dieser Stein? Ich habe den 1000-mal gefunden irgendwie, als ich Hachirobi gefunden habe, aber jetzt. Unglaublich, der Mond ist weg. Ja, wie ist das wohl passiert, ne? Oder ist was? Das war das Wesen sein, oder ist auch noch was? Ne, das ist so eine. So, voll reingerannt. Oh, ist auch noch was. Ja, was ist das? Aber kloppte Stein. Mama, hast du eine blaue Sprechblase? Verdächtig. Schön ab und zu Erinnerungen zu schwelgen und Orte aus der Vergangenheit zu besuchen. Du hast einen Ort besuchen, nicht wahr? Ich kann dir helfen, ihn zu finden. Erinnerungsortinformationen kaufen. Ja, keine Ahnung. Du hast auch genug Geld. Dann fangen wir mit den Sitzungen an. Ein Erinnerungsort. An diesem war ich wurde auf deiner Karte markiert. Es muss der Ort sein. Es ist deine Entscheidung, ob du jetzt dorthin gehst oder später. Zeitangriff. Nee. Erinnerungsort. Markierung. Zeitangriff. Erinnerungsort da. Ist das für ein Zeichen? Ich will nicht. Hier. Hier ist das. Gehen wir mal da, damit ich das gleich nicht vergesse. Aber erstmal will ich den Stein suchen. Im Königreich für einen Stein. Und ich wüsste, dass ich hier irgendwie sicher durch die Gegend fliegen kann, ohne dass die Gegner auf mich losgehen, dann würde ich schon ein bisschen mehr casual hier durch die Gegend fliegen. Ich glaube, hier irgendwo in der Nähe war das, ne? Geh weg. Stufe 11, geh weg. So wie. Ja. Führt das am Flugzeugmotor aus. Ich habe gerade einen Testflug beendet. Ich wollte ihn so programmieren, dass er mich zum Labor zurückbringt, aber wir haben eine Runde um die Erde geredet und jetzt bin ich wieder am selben Ort. So wird das nicht. Ich muss etwas Abstand nehmen und ein paar Ideen sammeln. Ohne Rückschläge gibt es keinen Erfolg, oder? Jeder Rückschlag bringt mich dem Erfolg einen Schritt näher. Sollst auch eine Pause machen. Nimm dies. Krebsbrote. So, wir sind aber immer noch blau. Ich dachte jetzt irgendwie so, weiß nicht. Wir versuchen jetzt mal so hier die Gegend zu rennen. Hier nicht weg, ohne. Brauche ich nicht da. Da ist er, da ist er. Ich sehe ihn, da ist er. So, wir sind jetzt Gegner in der Nähe. Natürlich sind da Gegner in der Nähe. Warte mal, das ist nicht. Oh. Geht weg. Ich habe keine Zeit für euch. Kann ich irgendwie aufs Kämpfen fliehen oder so? Ich will nicht wirklich gegen die kämpfen so.
überleben ich noch. Ich muss ja sowieso der 15 sein für die eine Quest, ne? Warum ist noch einer? Boah. Angriff oder geh weg. Ah, leck mich. Mann, geh kaputt. Ich hab keine Zeit für dich, ey. War ehrlich? Okay. Wird mir irgendwie auf der Karte angezeigt. Wo bin ich gerade? Da. So, ich will mal ranzoomen. Das ist angezoomt. Was? So, Obstbaum. Ich gucke gerade auf der rechten Seite. Sieht jetzt nicht so aus. Ich habe den von so weit entfernt gesehen, also muss ich den da. Das ist er jetzt aber, oder komm. Pass auf. Stufe 29? Wir sind jetzt besser nicht direkt davor, ey. Medaille, super. Was ist das? Grüne Kristallscherbe. Das war. Wird schon wichtig für irgendwas sein. Gut, dann gehen wir hier weg. So, weiter nach oben. So, alles klar. 16 von, okay. So, westliches Gebiet, da muss ich hin. Wo ist denn das? Oh, warte mal, das ist so ein blaues Zeichen. Also, nehme ich mal an, da muss ich... Da ist das Richtige, ne? Gut. Da war ich noch nie. Spoiler. Aber ja, ist ja egal, ne? Ist nicht so, als wäre die Welt von Dragon Ball jetzt so riesig gefüllt mit, weiß nicht, mysteriösen Orten und so. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, weil dieses Erinnerungsdingen ist. Egal. Was soll's, machen wir schon irgendwann. Die hat ja gesagt, ob ich das jetzt oder später machen kann. Ich entscheide mich für später. Das war mal noch für Prinz Pilaf hier, was auch immer wir machen müssen. Auto und andere Seiten wurden aktualisiert. So. Erst einmal. Da. Da ist was. Da ist was. Wir hatten das Pulvermas raus, genau. Ich muss sagen. Ich dachte, ich habe das in Orange City gefunden, aber das macht ja gar keinen Sinn. Der Baum wesentlich kleiner. Hi, Olong. Was soll jetzt hier los? Keine Ahnung. Wann sprichst du? Ah, okay. Ah, schön. Er hat hier überall Menschen rumlaufen und so, das finde ich schon richtig gut. Ich mag es nicht, wenn in Rollenspielen irgendwie nichts los ist, so NPC-mäßig. Deswegen konnte ich Final Fantasy 13 nie leiden. So, bevor ich jetzt hier rumsuche wie ein Blöder, machen wir erstmal die Mission. Kann ich mich irgendwie heilen oder so, ja? So eine Kapsel oder was auch immer. Weiß, geht in Kämpfen, aber so irgendwie hier so gehen, oder?
Da ist irgendwas. Was ist das? Ach, da ist so ein Side-Dingen. Ja. Na, wir kämpfen noch. Son Goku und Buu gegeneinander, ne? Jetzt mal kriegt euch ja alle, pass auf. Glaube ich. Nö. Na komm schon, ich habe die nicht getroffen, weil ich... Ich dachte, wenn ich durch die durchfliege, kriege ich die. Da geht's ja noch weiter. Ah. Glaube ich nicht. Ich glaube, die gehören wieder zu anderen. Na. Na, egal. So. Ich wusste doch, irgendwas ist hier bestimmt. So. Irgendwie mehr Spaß hier zu erkunden als alles andere. Ich weiß, wir müssen Sachen hier erledigen und so, ne, aber. Machen wir die Mission weiter. So, fangen wir die Mission mal an, würde ich sagen, ne? Will doch nicht zu lange hier auf Screen, ich bin jetzt nicht so lange hier mit Nebenquests und so beschäftigt. Ich will doch die Story weitermachen, ne? Ist hier nicht fünf Parts hier, so Nebenquests, ne? Interessiert doch kein Schwein. Wir wollen diese Story hier sehen. Na, no, ehrlich? Aber ja, du. Krieg ich überhaupt Erfahrungspunkte von diesen Kämpfen? Wenn ich so ein Gefühl nicht, was eigentlich gut wäre. Da würde ja keinen Sinn machen, ne? Wo ich krieg so Kugeln und so, ne? Zum Hochleveln. Ne, verdient Erfahrungspunkte stand da, okay. Hi, ja. Bin der Sohn deines größten Erzfeinds. Was ist los, Leute? Bitte, du musst uns retten. Wir werden von Robotern angegriffen. Das kann ich doch machen. Plan der Pilaf-Truppe. Müssen wir euch nur diese Roboter zerstören, oder? Ja, ja, bitte. Pilaf hat langer Mai. Pilaf hat langer Schuh. König Pilaf hat diese Roboter geschoren, aber sie sind außer Kontrolle geraten, als wir ein paar Modifikationen vorgenommen haben. Bösewicht, der von der Weltherrschaft besessen ist. Pilaf. Hey, versuch etwa uns schlecht dastehen zu lassen? Oh. Halt, ich bin dagegen, den ihr kämpft. Oh. Kommt her, Level 16, die machen mich fertig. Geh weg. Keine Ahnung, die Kampfmusik klingt irgendwie so ein bisschen, als wäre die aus Dragon Quest. Was irgendwie ironisch ist, weil Dragon Quest ist auch von Akira Toyama eher so das Design. Jedenfalls. Von den Charakteren. Oh ja. Ja, Dragon Quest ist auch von Akira Toyama, genau. Alles, was Dragon im Namen hat, so wie von Akira Toyama, ne? Auch Dragon Age, was ein amerikanisches Rollenspiel ist. Gott. Weil ich bin voll niedrig mit HP, aber ich will auch keine Dinge einsetzen. Ja, ich bin. Was hat? Ja, klar. Ja, einfach getankt. Komm her. Komm her. Weg bitte. Okay. Das war einfach. Hurra, wir sind gerettet. Danke, dass du uns gerettet hast, wer auch immer du bist. Aber jetzt, wo die Roboter geputzt sind, was wird aus dem Plan, sie zu modifizieren und dann die Jungen zu besiegen? Kein Problem, wir müssen einfach die Roboterteile, um eine neue Waffe zu bauen. Okay, ihr beiden, bringt mir die Teile. Jawohl. Wollt ihr eine neue Waffe bauen? Moment mal, gehört ihr etwa zu dem Bösen? Nein, ganz und gar nicht. Wir wollten nur diesen Rotzer für loswerden, der uns auf die Nerven geht. Genau, diese Person hier ist der große König Pilaf, ein wirklich hohes Tier. König Pilaf ist der stolze Prinz des Volks der Meschken, das einst über eine gesamte Region geherrscht hat.
Von einem König Bär habe ich noch nie was gehört. Mein Gott, Son Goku, warum überdrehst du eigentlich mit deinem Sohn? Keine Sorge, König Pilaf. Wir stellen uns neue Pilaf-Maschine fertig und sorgen dafür, dass die ganze Welt weiß, wie du bist. Genau, wir konnten einen geteilt dieser Router erhalten. Also dann wird es wohl Zeit von zu gehen. Danke für die Hilfe. Story abgeschlossen. Also ist klar. Gut, dann können wir jetzt weitermachen, ne? Nehme ich an. Aha, guck mal. Und die sind jetzt weg. Können wir ihnen diese Roboterteil wirklich anvertrauen? Sie scheinen nicht böse zu sein. Und falls sie ihre Maschine einsetzen, um Ärger zu machen, kann ich sie auch einfach zerstören. Aufstieg. Oh ja. Ich wurde voll geheilt. Und ich irgendwann, weiß nicht, ich hatte irgendwie so in der Hoffnung, dass wenn ich auflevel, dass ich hochgeheilt werde. Und ja, deswegen wollte ich auch keine Dings einsetzen. Ich wusste es. Ich habe es gewusst. Ho. Natürlich habe ich es gewusst. Ich spiele jetzt zum ersten Mal. Ich weiß alles über dieses Spiel. Da sehe ich so auf Anblick hier noch irgendwie was. Da ist ein Trainingsdingen. Da ist Regenbogen. Da muss ich hin. So, boom. Wir gehen jetzt weiter mit der Story machen. So, mein Gott. Ja, ich weiß, hier ist wahrscheinlich auch noch irgendwie was, aber da ist ein Sensorbohnenzeichen. Kann ich mir Sensorbohnen holen? Ja, ne. Warum sind das nicht die heilige Gegenstände hier? Würde doch voll Sinn machen. Aber wir haben ja nie genug Sensorbohnen, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, anstatt irgendwie Karottenfarmer zu haben, sollte Son Goku irgendwie, weiß ich nicht, Sensorbohnenfarmer werden. Ne? Dann wären die wenigstens hier nie. Dann würden die ja nie irgendwie, weiß ich nicht, hier ausgehen. Ich glaube, so in Dragon Ball Super und so, da benutzen die gar nicht mehr so richtig, ne? Kann mich jetzt jedenfalls nicht erinnern. Guck mal, das ist ja göttliche Wasser. Meine Güte, das folgt wirklich ein lebensbedrohlicher Kampf auf den anderen, oder? Leider sind die Sensoren nicht immer bereit, wenn man sie braucht. Aber wenn wieder mal so, ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Hier, nimm das. Das sollte helfen, bis die Bohnen breit sind. Ultra Heil Limonade. Oh, hi. Sensebohnen, ein Leben lang. Nachdem er gegen Dämonenkönig Piccolo verloren hat, steigt er stark geschwächt Son Goku mit Yajiros Hilfe erneut den Meister Quitte-Turm hinauf. Meister Quitte lässt Son Goku eine Sensebohne essen, die ihn sofort wieder kampfbereit macht. Entschlossen erneut gegen Dämonenkönig Piccolo anzutreten, bietet Son Goku Meister Quitte ihn zu trainieren. Bittet ihn, nicht bietet. So, dann gehen wir hier Gottes Palast. Oder ist ein extra Gebiet? Boah. Okay, da muss ich jetzt aber eine Menge zu erkunden geben. Mal schauen, kann man da auch innen reingehen? Ja, wäre gut. Ich lasse mich ja schon wieder hier voll sidetracken von allen, ne? Mir dann halt ein etwas längerer Part. Mal wenigstens alles hier hoffentlich fast erledigt. Ich habe die Aufgabe, über dieses Versteck zu wachen. Deshalb kann ich euch nicht zum Planeten Namek begleiten. Ich vertraue darauf, dass ihr alle Namek Dragon Balls auch ohne mich finden werdet. Bitte nicht, ihr nehmt das. Stoffpuppe Shenlong. Mr. Popo wurde aktualisiert. So, habe ich jetzt mal irgendwie so alle Charaktere wieder so gefunden unter Beziehung oder so. Da fehlen nämlich immer noch welche, habe ich so ein Gefühl. Na, guck mal da oben. Ich hoffe, die werden irgendwann so noch aktualisiert mit der Zeit, ne? Und die nicht auf ewig verloren gehen. Ich habe da Oolong gefunden. Warum ist neben Pool war ein Platz frei? Da ist auch bestimmt Oolong. Die sind doch irgendwie gleich zur gleichen Schule oder so gegangen oder irgendwie so was war das, ne? Warum ist der Popo hat voll viel Key? Macht ja Sinn, ne? So, man kann ja nirgendwo rein. Was? Ja, wir sind. Es gibt doch einen Innenraum in diesem Palast. Aber das ist nirgendwo eine Tür. Oh Gott. Okay, ich würde sagen, wir gehen. Ja, da ist immer noch so ein Bodenzeichen. Okay, hier müssen wir nicht hin. Kamera aus.
Kammerhaus. Kammer. Was sind die ganzen Dragon Ball Z spielen für PS1? Kumblubla. Wie hat er immer ausgesprochen, Arme? Kumblubla. Ja, und die Angriffe müssen ja schnell ausgeführt werden. Und da können die nicht einfach so. Und noch Krillin immer. Kumblubla. Okay. Gut. Schauen wir dann noch im Krankenhaus vorbei. Weiß Son Goku, da fliegen wir direkt nach Namek oder so. Weiß ich nicht. So, wir haben aber auch alles hier erledigt, ne? Bevor ich jetzt hier weitermache, ne? Also ich nehme an, die Nebenquests werden ja hier angezeigt, dass hier welche verfügbar sind, ne? So, dass ich noch keinen verpasst habe, ne? Oh, das ist eine Erinnerung. Machen wir die vorher nicht hier. Oh, Neuzugang in der Schildkrötenschule. Bevor Muten Roshi Son Goku und Krillin trainiert, verlangt er von ihnen, dass sie ihn eine schöne Frau bringen. Die beiden finden Lunch, die versucht, der Polizei aus dem Weg zu gehen und bringt sie zum Krankenhaus. Muten Roshi ist mit Lunch zufrieden, als er jedoch die Uniform der Schildkrötenschule anziehen lässt, geschieht etwas Unglaubliches. Lunch niest, wodurch sie von einer ruhigen und höflichen Dame zu einem stürmischen, bulgarischen Chaotin verwandelt. Nur in Dragon Ball. Ja, wenigstens wurde die hier nicht vergessen, so wie in Dragon Ball Z, wo die wortwörtlich von Akira Toriyama vergessen wurde. Ja, okay, es scheint aber, die Aura scheint größer zu werden, je stärker der Gegner ist, was ja auch Sinn macht, ne? Hi, Moon Roshi. ランチさんという以前うちに居候をしてた。さっき不便で、パッと一人見て、ガンツネームサイクル。さあ、天津飯を。さあ、出て行っただけに、サヤ人との戦いに巻き込まれた。あ、で、パーソンリーネーム、テンションアンドフィール。それで、クリリンやブルマたちに、あの戦いのあった場所に、探しに行ってもらったんじゃが。何かあったんですか？さっきテレビを見とったら、西宮湖の中継映像に、 ランチさんらしき人影が映ったんじゃ。じゃから西宮湖に行ってもらうために、クリリンたちの狩りを待っとるんじゃよ。そうなんですね。じゃ、僕が探しに行きましょうか。おお、それは助かるわい。ランチさんは、飛び切りの美人での、パーマがかかったボリューム青い髪をしてある。それから、タンクトップに短パンのピチピチした格好をしておることが多いの。 Ne. Finden die blonde Lunch. Was hat überhaupt nicht auf diese Beschreibung passt. Ich muss eigentlich gar nicht. Nein, ich kann ja einfach so machen, ne? So, deswegen. Ich mache immer so lange, bis weiß ich nicht. Bis es so aussieht, als könnte man in der Story weitermachen. Ja, wie lang der Part wird. Und wenn er halt zu lang wird, so 2 Stunden oder so, dann werde ich halt schneiden oder so. Aber ich nehme jetzt mal an. So ein bisschen mehr als 1 Stunde wird das schon nicht. Und ja, dann machen wir halt eben einen überlangen Part. So, egal, da wird als Nebenquest oder so, weiß ich nicht, beschrieben im Titel. Also, wenn einen dieser Part nicht interessiert, dann bitteschön. Dann wird er wohl leicht zu erkennen sein. Aber egal. Gut. Lunch, wo bist du? Irgendwo hier. Ich dachte, die wäre in der westlichen City. Da ist was. Ich war perfekt daran. Irgendwie kriege ich das immer noch nicht hin.
Perfekt. Alles klar. Boom. Also kann ich auch, okay. Und dann kann ich irgendwie da unten düsen. Ja, ich habe es mir gedacht. Ja, klar, die setzt einfach Roboter ein. Level 18, nee, wie schnell geht man hier hoch? Level A. Naja, tragbarer Angriff. Den einfach einsetzen, der ist irgendwie voll stark, weil er auch hochgelevelt ist, ne? Gott, au. So, einer erledigt. Komm her. In die Fresse. Ah, wo bin ich? Komm her, du. Sollst du. Da habe ich den Angriff überhaupt schon mal eingesetzt. Ja gut. Habe ich auch einfach kalt gemasht. Muss ich sogar machen. Nein, geht kaputt. Gut. Ach Mann. ガキのくせにめちゃくちゃ強いじゃねえか。孫悟空みたいなやつだな。え?なんでお父さんのこと知って?悟空のガキだと?なら、なんで俺の邪魔すんだよ?あいつらは俺の。Ihre japanische Stimme? Ich habe sie glaube ich noch nie gehört, irgendwie so japanisch. え?本当ですか?その いい加減にしやがれ。これ以上しらばっくれてると、とても打ち抜くぞ。すいません、敵心だったんです。じゃあ、あなたはランチさんじゃないんですか?え?ランチは俺だ。もうなんですか?ランチ。え?いろいろ事情があるんだよ。ほら。 Warum ist das eigentlich so? Das irgendwie, das ist einfach so, ne? So wie andere Sachen in Dragon Ball. すいませんでした。そんなことはもうどうでもいいんだよ。この地図さえありゃ、あいつの家がわかるんだからな。あいつ?般若郎を修行であちこち移動してるからな。人づてに探してたんだ。そうなんですね。今度こそ俺に惚れさせてやるぜ。よし、待ってろよ。 Wir müssen dich eigentlich mitnehmen, aber okay. Du hast mich angelogen, die war blond, nicht blauhaarig. Da ist was.
Da sind immer irgendwie in so Bäumen versteckt, habe ich so Gefühl. Joink. So. Zurück zum Kami-Haus. Gibt es auch noch ein Hami-Haus? Nein, Haarhaus. Okay. Ja, schon über eine Stunde. Wenig, aber egal. Ist doch egal. Ist früh am Morgen, wir haben erst 10 Uhr. Ja, ich bin müde. Ich will noch ein bisschen schlafen. Ne? Aber ich will auch ein bisschen weiter zocken irgendwie. Spiel macht schon Bock. Ich will auch irgendwie auf Namek angucken. Ich will Namek erkunden. Das wäre bestimmt auch interessant. So, Herr Muten von den Roshis. Ich habe Dinge gesehen. あら、今呼びました。え?あら、あなたが亀仙人さんが言っていた。ランチさんの息子さんね。はじめまして。私、ランチって言います。あ、あなたがランチさんなんですか?さっき会ったのは金髪の人でしたけど。ああ、それはもう一人の私ですね。私 くしゃみをすると性格が入れ替わっちゃうみたいで。まあ、重くも。髪の色も変わるみたいなんです。え?髪の色も変わるみたいなんです。そうなんですよ。体質なんでしょうかね。体質って言葉で片付けていいのかな?あ、そうか。ご飯にはこのことを伝え忘れとったわい。まあ。 ところで、もう一人の私が何かご迷惑をかけたりしていませんか?いえ。でも人を探すって言ってたからまさかここにいるとは思わなくて驚きました。そうなんですね。私も気がついたら西宮湖のそばにいて状況がわからなくてとりあえず ここに戻ってきたんです。ウィスの通、ウェスティの青下側も、ファイヤーが、コメント、スピンで、ダッティング、デュース。そうだ。もう一人の私がお世話になったみたいですし、よかったら料理を食べていきませんか?久しぶりに腕を振るおうと思ってまして。うん、せっかくじゃ。一緒に食べていくといい。は、はい。ich würde nicht mit Mutten Roshi an einen Ort leben. Sangon hat Lunch köstliches Mahl geschmeckt. Ist jetzt Kleen in deiner Gruppe. Du kannst jetzt Kleen in deine Gruppe hinzufügen. In den Kapiteln der Hauptstory kannst du deine Gruppe nicht ändern. Während der Unterbrechung kannst du jedoch Charaktere frei wählen. Lege fest, welche Charakter du mitnehmen möchtest, indem du in sieben Gruppenmenü auswählst. Ja. Hey, du kannst jetzt deine Gruppe wählen. Such dir aus, wen du auf die Reise mitnehmen willst. Hi. Ich glaube, das wird eine sehr lange Folge. So. So, jetzt ist da was Blaues. Okay, dann würde ich sagen, weiß nicht, wir machen noch ein bisschen. Na komm, mach mal. Ich werde einfach mittendrin schneiden, keine Ahnung, wenn er zu lang wird. Wenn jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht. Gucken wir mal, wenn man jetzt erstmal weiter. Vor wie her, weiß ich nicht. Dann sehe ich ja, wie lange der Part ist, bevor es hier weitergeht, storymäßig, und ja. Dann gucken wir mal. Vielleicht wird das ja nicht mehr so lange. Aber wie gesagt, ich will nicht so lange in den Nebenquests hier rummocken. Oh. Hallo. Ja. Bist du einfach, um mich zu besuchen? Nee. Nur das Bulma. Oh, lang. Bulma-san no
Manchmal. Wir haben Chu-Foto, was? Was stimmt mit dir nicht, Pool? Ich weiß, soll mit Chichi sprechen, aber hier. Bulma ist doch viel besser. Viel besserer Charakter. Hi, Bulma. Was ist denn, was führt dich denn hier? Ich war gerade in der Gegend, dachte ich mir, ich schau mal vorbei. Okay, ist das, du hast Zeit? Ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Schau auch Bulma zum Goldsee, sieh nach, was du tun kannst. Ahnungsvolle Furcht. Das war voll putzig gerade. Klar, wo brauchst du denn Hilfe? Jetzt nicht nur an diesen Grobian Raditz, vielleicht kannst du mir ja ein paar Teile aus seinen Raumkapsel besorgen. Raditz, du meinst den Bruder meines Vaters? Ja, den erinnere ich mich. Er hat mich entführt. Genau, ich weiß, dass es vielleicht ein paar schlimme Erinnerungen auch kommen lassen können, aber ich brauche Teile aus dieser Raumkapsel. In der Strottmühle befindet sich Ellen-Technologie, die viel fortschrittlicher ist als das, was man hier haben. Ich habe ein paar Leute aus der Capsule Corporation gebeten, mir mitzubringen, was sie finden können, aber das reicht nicht. Okay, du möchtest also, ich finde, was sie übersehen haben und das dir bringen? Du kannst ja Gedanken lesen. Auf jeden Fall verstehen du und die Leute viel besser als dein Vater. Okay, bis später. Du weißt schon, weil dein Vater ein Idiot ist. Ja, ich weiß. So, dass hier irgendwie nichts ist, ne? Leute. So. Dann gehen wir mal zu unserem Entführungsplatz. Da war ich nicht mehr seit diesem Moment. Also, ist eigentlich schon verstörend, ne? Da in diesem Moment hat sich mein Leben für immer verändert. Irgendwie, dafür hat das Spiel Kakarot heißt, spielen wir irgendwie mehr Son Goku an, ne? So, wo ich darüber nachdenke gerade, ne? Und es dauert auch, glaube ich, eine Zeit, bis wir Son Goku spielen, wenn ich mich nicht irre. Danach dauert es auch wieder eine Zeit, bis wir Son Goku spielen. Und ich glaube danach auch. Irgendwie Son Goku werden wir gar nicht so oft spielen können. Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Oder? Jetzt, wo ich so über die ganzen Sagen so nachdenke. Gott. Geht weg. Das haben wir auch schon lange nicht mehr. So, geht weg. So, wir kommen da auf mich los. Okay, da kommen jetzt bestimmt Roboter oder so. Ich werde doch jetzt nicht einfach so. Ja. Mal sehen, was ich finden kann. Was haben wir denn da? Hat wohl immer das gemeint? Ich bringe es ihr lieber. Sicher ist sicher. Du hast einen mysteriösen Chip alt. Okay, der geht zurück. Gut. Finde ich gut. Wollte ich sowieso. Also. Okay. Ich hoffe, ich kriege irgendwie so eine Meldung oder so. So im Sinne von, ja, die Story geht jetzt weiter, ne? Also Sattel auf. Hallo. Da bin ich wieder, Bulma. Ich habe den Bereich angeschaut, den du erwähnt hast, und das hier gefunden. Arigato. Super, vielen Dank. Und abgeschlossen. Das ging schnell. Jetzt gehen wir doch bestimmt von... Nee, doch, oder? Mal sehen, einige der Schaltkreise sind durchgebrannt. Tja, soweit ich das sehen kann, wird der Chip zum Aufnehmen von Übertragungen verwendet. Das Aufnehmen von Übertragungen? Ja, das bedeutet, dass sich auf den Ding interessante Informationen befinden dürften. Mal sehen, ob ich was davon wiederherstellen kann. Okay. Also, ich habe wiederhergestellt, was möglich war. Oh, das ging ja schnell. Ja, konnte ich nicht alle Daten auf den Chip kommen. Aber ich war imstande, Teil einer Audioaufnahme wiederherzustellen. Klingt wie ein Gespräch. Ein Gespräch? Was denn für ein Gespräch? Hier, ich spiele es hier vor. Ich hörte, hat Lord sehr
ein Auge auf diesem Planeten. Für jetzt sofort das Interesse, ganz bestimmt. Das heißt, wir müssen umher fliegen oder einen anderen Planeten. So, ich bin jetzt leider wir seine Diener. Das könnte schon uns zeigen, was Saiyajin wirklich drauf haben. Dann free vor uns verbeugen. Hehe. Wo haben die sich unterhalten? Ich bin mir nicht sicher, was auch immer es war. Es klang nicht sonderlich angenehm. Ja, da hast du wohl recht. Aber eigentlich ist das auch egal. Immerhin war das alles Alien-Zeug. Das hat nichts mit uns hier auf der Erde zu tun. Ja, so wie die Saiyajins, ne? Die Sorgen, die sich Son Goku und Bulma gemacht haben, waren auf keinen Fall unangebracht. Worüber sich die Personen auf der Aufnahme unterhalten, das sollte schon sehr bald klar werden. Aufstück. Genau, immer noch Level 15. Warte mal, Krillin. Ich voll vergessen. Krillin. Die hätte jetzt auch Erfahrungspunkte kommen können wahrscheinlich. So, ist noch eine Quest. Wie viele Quests sind denn hier noch? Viele. Hey, ciao, bye, bye. Von bis. Also ich muss die so oder so jetzt erledigen. Also. Na gut. Bulma. Ich muss mit dir noch reden. Irgendwie nicht. Oh, Krillin, da bist du ja. Bist du hier, weil du in meiner Truppe bist? Okay, dann machen wir erst, weiß nicht. Ich muss hier noch mal rein. Purzeln, damit das hier respawnt oder was? Ich weiß es nicht. Da wissen hier Dings. Ja. Müssen ja ciao bye bye. Südöstliches Gebirgebereich. Irgendwie ist das hier. Manchmal ist das südöstlich ist ja bei Son Gokus Haus irgendwo. Der hockt da wahrscheinlich vor Chichis Haus oder so, ne? Ja, ich glaube, den Part muss ich doch ein bisschen schneiden, weil es ist ganz schön riesig, dieser Part. Aber ich nehme alles so in ein Stück auf, also werde ich irgendwann so mittendrin schneiden, ne? So mittendrin, so eiskalt, so. Und ich tue einen ganz dicken Part hier hochladen, keine Ahnung. Einfach nur, damit es schnell mit der Story auf dem Kanal weitergeht, ne? Keine Ahnung. Mal schauen. Macht doch Spaß, so einen langen Part anzugucken, oder? Gut. Wahrscheinlich, dass es kein Minispiel im Ladebildschirm gibt, so wie damals. Budokai. So. Na, warte mal, da waren glaube ich so Fragezeichen, ne? Nee, ich meine, ich kann das noch gar nicht machen, ne? Ach, dann ist das Schildkröten-Handbuch. Also hier ist immer noch Dings, hallo? Na gut, ich hoffe jetzt, ich gehe jetzt mal mit Chichi reden. Dafür, dass die Story nicht volle Möhre weitergeht oder so, ne? Sonst wird es ein bisschen doof gerade. Hi. Ah, Gohan-chan, mo kaette kita da ka? Schon? Ah.
Okay, das klingt schon wieder verdächtig. Keine Ahnung. Aber irgendwie wird mir nicht angezeigt hier so, wo das ist. Außer ich muss das finden. So, ich gehe jetzt noch einmal hier irgendwie, weiß nicht. So, Capsule Corporation. Wenn da jetzt nichts passiert, dann machen wir weiter. So, ich beende den Part wahrscheinlich. Ich werde wahrscheinlich den Part beenden. Und ja, keine Ahnung. Ich meine, die müssen ja noch irgendwas füllen hier so neben den Stories, ne? Weil sonst, obwohl die Story von Dragon Ball ist so eigentlich schon nicht so kurz, ne? Wahrscheinlich rechnen die auch nicht damit, dass irgendjemand hier sitzt und alles macht, ne? Keine Ahnung. Aber trotzdem. Wahrscheinlich, weil die wollen eher so die Story sehen und da ist doch direkt was jetzt wieder. Wusste es. Hi. Alles klar bei dir? Hä? Oh ja, du erinnerst dich noch, das geht, dass die Saiyajins auf den Kopf hatten? Ich habe einen davon ein bisschen rumgebastelt und es repariert. Oder zumindest dachte ich das. Stimmt das nicht damit? Naja, es wird verwendet, um die Stärke des Gegners zu messen, aber ich halte selbst jetzt einen Wert. Und dazu noch einen ziemlich hohen. Auf der Erde gibt es nur wenige, die so etwas vorrufen können. Das bedeutet, das Ding wohl im Eimer ist. Hm. Ich weiß was, geh doch einfach los und überprüfe die Quelle der Stärke. Was? Ich? Dieser Messwert übersteigt Muten Roshis Kräfte bei Weitem. Das kannst nur du schaffen. Es ist nicht besonders überzeugend. Bitte, ich könnte deine Hilfe wirklich gebrauchen. Alles klar. Verfügbar nach bestimmten Story. Irgendwas stand da gerade. Oh, wirklich, danke. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Mal sehen, der Wert hat seinen Ursprung. Ja, ich habe etwas auf der Karte markiert. Schau dir erstmal für mich an, okay? Okay. Machen wir dann mal. Ja, direkt dahin. Was könnten das sein? Bestimmt irgendwelche random Gegner, ne? Da macht auf da so Broly auf oder so. Das könnte wahrscheinlich der erste. Das eins der ersten Dragon Ball Z-Spiele sein, wo Broly nicht vorkommen könnte, ne? Weil ich nehme jetzt mal an, dass hier Movie-Gegner nicht vorkommen, ne? Weil es einfach nur Dragon Ball Z, ne? Wäre aber eine positive Überraschung, aber ich rechne jetzt einfach nicht damit. Wenn wir jetzt so Sachen wie Cooler oder Broly oder so bekämpfen. Aber es wäre cool. Cool. So wie Cooler. Steht ihr es? Steht ihr? So, wir müssen dahin. Ja, Krillin ist bei mir, genau. Oh, ehrlich? Mann, verpiss dich. Keine Lust gegen mich zu kämpfen. Mit deinen Kollegen. Sehr gut, macht nichts. Komm her. Lustige Sachen sind lustig. So, okay. Wer wartet jetzt auf mich hier? Cybermänner. Hey, sind das nicht? Sind so eine Quellen für die heftigen Kraftwerte. Jetzt wo ich sie gefunden habe, ist es wohl eine gute Idee, sie einfach zu ignorieren. Ich sollte sie lieber eliminieren. Also sie nicht zu ignorieren, okay, ich wollte schon sagen. Ja, ja, ja. Das war jetzt Struggle. Ja, die Story wäre irgendwie so weit, 15 oder so. Boom. In die Fresse. Geht aber einfach. Krillin, level mal auf. Puh, geschafft. Alle erledigt. Hä?
Oh, sie hat eine Hand Gemüse. Ich habe noch nie frisches Gemüse gesehen. Ich will nicht, dass es verliert. Also nehme ich es vielleicht mit nach Hause. Du hast noch nie frisches Gemüse gefunden. Hat die Wärme bestimmt aufgefallen. Moment, was wollte ich noch mal? Ach ja, ich muss wohl mal erzählen, was passiert ist. Ach, schon so geworden. Immer direkt, ja, wir gehen direkt zurück. Cool. Ich trinke mal einen Schluck. Für den ganzen Lesen hier. Da wird mein Hals etwas trocken. Nach der Zeit. Okay. Hi, Boma. Verstehe, die Pflanzenmänner waren also der Grund für diese Stärkeanzeige. Ich frage mich, warum sie überhaupt da waren. Du hast sie in der Nähe des Hyajin-Raumkapsel gefunden, oder? Ja, der hatte wahrscheinlich auch welche dabei, ne? Vielleicht waren noch einige Samen übrig, die auf den Boden gefallen und dort natürlicherweise gewachsen sind. Die wären dann so stark wie der gewesen. Der hätte halt voll locker gewinnen können, merke ich gerade. Verstehe. Hier gab es doch auch Gemüse, oder? Vielleicht ist damit auch ein Wachstumsverstärker in Kontakt gekommen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass du dich um sie gekümmert hast, bevor sie irgendwelche Ärger machen konnten. Vielen Dank, Son Gohan. Yay. Bestimmt daneben Stories. Okay. Ja, offensichtlich, sonst könnte ich die Mission neu jetzt hier nicht annehmen. Warum sagt ihr mir das jetzt erst? Noch Cybermänner kriegen wir. War vom Bulma überhaupt schon mit Dings? So, da, jetzt haben wir hier was. Machen wir auch noch. Da heißt Ciao bye bye irgendwo. Ich weiß, er ist Tau bye bye, aber Ciao bye bye hört sich irgendwie viel cooler an. Ist irgendwie witziger, finde ich. Okay. Und das ist doch das, was zählt, ne? Entschuldigung. So. Musste noch kurz mal gucken. Musste gucken, wie viele Views mein erster Part hat, den ich gerade gestern hochgeladen habe. 12 Stück. Yes. Vergleich zu, was ich hochlade, ist hat 4. Also hatte die Klappe. Okay, machen wir das noch. Der Part wird ewig lange dauern, aber das ist jetzt egal. Ne? Scheint danach herbeizuziehen, glaube ich. Hallöchen, na. Hi. Ja, der Kranich. Komm her, Leute. Son Gohan, bleib zurück, Son Gohan. Deine Mutti kümmert sich um diese Gangster. Weltbester Mäuschenmörder, Tau bye bye, Gründer der Kranenschule, Meister Shen. Du Idioten, wir bieten euch unseren Schutz an. Ganz genau. Ich, Tau bye bye, der größte Killer der Welt, werde euch beschützen. Und das für nur 1000 Zenny, ein kleiner Preis dafür, dass ihr ruhig schlafen könnt. Darauf fallen wir nicht rein. Wir sind doch nur unser Geld. Tut mir leid, aber geloben, wie du kriegst unser Geld nicht. Alles klar. Da ich bin vorhin auf einige Monster in dieser Gegend gestoßen. Sahen ziemlich furchterregend aus. Sie wirkt ein Jammer, wenn sie unschuldige Leute wie euch angreifen würden. Wir fallen nicht auf eure Tricks rein. Ich habe nicht, dass Chichi Angst vor ein paar Dinosaurier hat oder so. Die reden Blödsinn, kommst du an. Und man sagt, sie sollen uns reinlegen, aber ich spüre wirklich was Böses in der Nähe. Was ist los, Junge? Angst? Nein, ich habe keine Angst. Ein bekanntes Gesicht. Oder was noch davon übrig ist. Ich komme schon mit diesen Monstern klar. Du bist doch nur ein Kind. Nur so, sag mir, was du auf den Kasten hast, Junge. Wo du eigentlich nur sehendes Auge in den Tod stürmst. Ich werde nicht verlieren. Du bist doch nur ein Kind, so wie dieses Kind, was mich beinahe getötet hat. Na, weißt du was noch? Ciao, bye bye. Wenn das dein Name ist. So, okay, ich wollte schon sagen. Moment, ist das nicht? So, das ist also das Monster, von dem sie geredet haben. Also gut, Zeit zu erledigen. S. Einzahl. Mehrzahl, ja. Oh, stimmt. Falscher Angriff.
So, hör auf, ausweichen. Nein, nicht der. Warte. Die werden alle geblendet, das ist ja viel besser so. Egal wie alt, ne? Komm mal her. In die Fresse. Und nochmal in die Fresse. Und das war's. Okay, damit sollte alles richtig sein. Ab nach Hause. Er hat wirklich gewonnen? Unmöglich, das kann nicht sein. Wieso weinst du denn? Sie glauben, dass ich die Monster gar nicht besiegt habe. Unfug, was war ein Unfug? Ich weiß nicht mal, ob ich mit den Viechern fertig werden könnte. Tja, bitteschön. Ich wusste es auch. Ich wollte doch einfach nur unser Geld nehmen und dann verschwinden. Lüge. Ha, er blufft. Auf keinen Fall, ein kleines Kind wie er diese... Auf keinen Fall kann ein kleines Kind wie er dieses Ding erledigen. Genau, dieser Junge. Dieser kleine Wicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Moment, jung, unglaublich stark. Sag mal, Junge, wie heißt dein Vater? Mein Papa heißt Son Goku. Son Goku? Bedeutet das, dass du... Ganz richtig, ich bin seine Frau. Was? Das kann man vergessen. Ich werde nicht von dieser Freak-Familie fernhalten. Wo ist ein Baum? Ich muss darauf wegsurfen. Das würde ich gerne sehen, aber ne. Habe ich so nicht geführt, wenn ich das sehen werde. Mir ist gerade angefallen, dass ich noch etwas erledigen muss. Also, es wird Zeit zu gehen. Hey, wohin gehst du? Mag es gar nicht, mich eher zurückzulassen. Ich bin kein Fan von Son Gokus Kampfversessenheit, aber die hat wohl auch ihre Vorteile. Schulwissen ist für die Zukunft immer am wichtigsten, aber dich im Kämpfen zu unterrichten könnte ebenfalls nützlich sein. Ja. Hey, ich habe nicht gesagt, dass du deinem Lernen faulenzen kannst, verstanden? Wenn du in der Schule bist, gut bist, dann können wir uns darüber unterhalten, das Kämpfen zu lernen. Okay. Und keine Rangeleien mehr hinter meinen Rücken. Du willst doch nicht, dass deine Mutter noch ein Herzinfarkt bekommt, oder? Nein. Aber mache ich irgendwie die ganze Zeit nur nichts anderes, ne? So, aufstehen, Krillin. Gut, Mensch. So. Jetzt sieht's aus. Jetzt scheint hier nichts mehr. Macht zum Gorn auf dem Weg zum Mutenrosche ins Kami aus. Wenn ich jetzt nur wüsste, irgendwie. Oh. Ah, okay. Okay, heißt das damit. Sind wir dann am Ende fertig? Sieht nämlich so aus. Okay, perfekt. Dann würde ich den Part jetzt hier beenden, ne? Und in der nächsten Folge machen wir, glaube ich, weiter mit der Story, ne? Es ist nur 1,5 Stunden gedauert, aber dafür haben wir auch alles hier irgendwie erledigt, ne? Und ja, würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann vielleicht weiter, weiß ich nicht. Und ja. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch ein Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.